Jesus, wachen, so schlafen und so schön singen.
Stunde schrie Jesus laut. Etliche aber, die da standen, da sie das hörten, sprachen sie: Wir rufen dich, Elias! Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die anderen aber sprachen: Halt! Halt! Lass sehen, ob Elias komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie, Tempel zerriss in sein Stück, von oben an bis unten aus, und die Erde erbebte.
Menschen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten Jesum, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah. Erschraken sie sehr und sprachen: Für und für
Jesum selbst begraben.